Ich weiß. Auch der Cut in der letzten Folge war doch ziemlich gemein, gebe ich zu. Aber jetzt sehen wir sie endlich. Die Außenwelt, die Freiheit. Wir... Oh ja, das ist natürlich die Szene, dass wenn man zu lange nichts drückt, dass das dann passiert. Ja, wir haben im Übrigen auch eine Third-Person-Ansicht. Also das Spiel gibt es nicht nur in der Ego-Perspektive, aber da die um einiges cooler und spannender ist, spielen wir sie natürlich in der Ego-Perspektive. Ja, und wir sehen hier westliches Faltrindtal. Stufe 1 bis 7, also die Gebiete sind eben nach Stufen sortiert. Finde ich sau cool, aber das habe ich ja schon genug erklärt. Und jetzt raus hier. Oh ja, wir sind geblendet vom Licht. Kapitel 1. Wege zur Macht. Oh mein Gott. Endlich Licht. Oh ja. Wir werden immer mächtiger. Mit ansteigendem Level. Wow. Wer hätte das gedacht? Und jetzt... Oh! Wow! Guckt euch das mal an. Bis da hinten sehen wir jeden verdammten Baum. Oh, wie geil. Oh, wie geil sieht das hier aus. Ja, da lohnt es sich doch, einen High-End-Rechner zu haben. Episch mit dieser Sonne. Das ist so geil, wie das in die Waffe die Sonne hier gerade nahezu komplett ausblendet. Grandios. Grandios mit der perfekten Musik dazu. Ich bin begeistert. Oh, schaut es euch an. Oh. Ich bin ja sonst nicht so der Grafikfetischist, aber das sieht halt schon bombastisch aus. Und wenn man bedenkt, man könnte zu diesem Baum da hinten gehen oder zu diesem einzelnen Baum, der da hinten steht. Man könnte einfach zu ihm hingehen. Ich finde es so großartig. Und hier hat's... Oh, ein verunglückter Minenarbeiter. Ohne alles. Nun gut. Hier irgendwas drin? Nein. Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind raus hier. Ist das schön. Ich möchte eigentlich... Das war jetzt so lange Dunkelheit, so viel Mine. Ich möchte es eigentlich noch ein bisschen genießen. Guck mal, was da alles ist. Sogar da hinten kann man irgendwas erkennen. Ah, ist das schön. Und die Vögel zwitschern. Ah. Das ist doch schön. Jetzt gucken wir doch gleich mal. Weltkarte. Wir sind immer noch hier. Da müssen wir hin. Abtei Tirin. Das ist ja doch schon ein ganz schönes Stück, muss ich zugeben. Ah ja, so sieht man das echt ganz gut. Lokalkarte. Ja, da sieht man natürlich jetzt nicht viel. Das ist klar. Aber macht nichts. Geil ist natürlich auch, dass diese Mine hier gar nicht in der Karte eingezeichnet ist. Das finde ich sehr interessant. Wir könnten... Das probiere ich jetzt mal. Einfach so just for fun. Ich werde mal ganz gut speichern, weil ich ja nicht genau weiß, was es bringt. Und zwar, wenn wir uns jetzt genau hier hinstellen. So, genau hier. Und jetzt den Zauberknopf drücken. Und jetzt zum Beispiel sagen, Dungeon erledigt. Ha! Wie cool ist das denn bitte? Aber das ist jetzt nicht auf der Karte einmarkiert, oder? Nee. Aber das ist ja trotzdem enorm cool. Oh, die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. Lässt sich das Ding eigentlich auch wieder wegmachen? Ich nehme an, nicht, oder? Man kann es auch nicht schlagen, weil es irgendwie nicht... Aber egal, ich finde es eigentlich ganz gut, weil eines Tages kommen wir hoch, denken uns, hey, what the fuck, aha, Mine, cool. Und dann, oh, ja, da sollten wir besser nicht mehr rein. Cool. Nicht schlecht, muss ich sagen. Und was gibt's da noch? Wichtige Ort, Beute, hier erkunden, Quest betreffend. Kreaturen. Cool, also für Dungeon bereinigt markieren, grandios. Grandios, muss ich sagen. Okay. Dann gucken wir doch jetzt mal hier lang, was jetzt auf uns zukommt, nachdem wir es geschafft haben. Aha. Ein neuer Pilz! Ein Steinpilz. Was bringt denn der Steinpilz? Frost widerstehen. Na, das ist zum Beispiel wieder so ein Pilz, den ich gerne verkaufe, weil... Oh, was war das? Habe ich mir gerade... Ich habe mir doch gerade wehgetan, oder? Ah, nee, da hinten ist irgendwas passiert. Und die Schwammerl im Baum können wir leider nicht ausreißen. Aber ist auch nicht so schlimm. Oh ja, da wollte einer wohl irgendwie hier raus, aber hat das auch nicht mehr ganz geschafft. Oh, Krähen. Ja, wie schön. So.
Was bist du hier? Mal wieder ein Skelett. Oh, Knochenmehl. Schaden, Lebensenergie. Ja, das ist natürlich eher nicht so gut. Aber wir wissen ja noch nicht, was die anderen drei Sachen bringen. Falls ihr euch immer fragt, ja, warum sind da eigentlich noch so drei Sachen? Also hier zum Beispiel, unbekannter Effekt. Ja, dazu müssen wir in Alchemie vorankommen. Wenn wir Alchemie lernen, dann wissen wir irgendwann, was diese Sachen noch bringen. Also es ist nicht nur Lebensenergie wiederherstellen. Aber was genau, das müssen wir eben erst noch lernen. Hey, eine Truhe. Spinnengift, aha. Nehmen wir doch mal mit. Und ein Fliegenpilz. Der kann ja nicht so gesund sein, aber... ich würde trotzdem ganz gerne wissen, was er bringt. Entzugintelligenz. Okay, also der hat noch... also es kann halt sein, dass er jetzt eben einen krassen Nachteil hat. Also wenn wir ihn jetzt nehmen würden, ist ja klar, wie in echt, dann hätten wir, würden wir Schaden daraus nehmen. Aber vielleicht kann man ihn durch irgendwas noch gut zu was Gutem verarbeiten, was wir aber eben jetzt noch nicht kennen, weil wir, wie schon gesagt, erst noch lernen müssen. Eine Alraune nehmen wir doch auch mit. Ich werde so lange alles mitnehmen, bis ich weiß, was sie bringen. Und wenn ich jetzt irgendwann zum Beispiel mal alle vier Sachen der Alraune jetzt zum Beispiel kenne... ja, Krankheit heilen, super. Super, dass wir es aufgenommen haben, weil wenn wir mal krank sind, Krankheit heilen, super geil. Und wenn ich jetzt irgendwann mal weiß, dass diese vier Sachen alle scheiße ist, zum Beispiel beim Fliegenpilz, wir wissen, das hat nur negative Sachen, bringt uns gar nichts, dann ist klar, dass wir den Fliegenpilz nie wieder aufsammeln. Wobei einer zwei Gold wert ist, das ist eigentlich gar nicht so wenig. Naja, okay, vielleicht in Geldnot, aber ansonsten würden wir den auch liegen lassen. Habe ich erwähnt, dass ich ein... sehr geiles Musikset noch. Ach, das sieht so geil aus, wenn das hier so durchscheint. Das ist ein Bild für Götter, oder nicht? Also, oh, schön. Ich habe noch ein ganz spezielles Musikset eingebaut, was Nerim alleine gar nicht hat. Also Nerim alleine hat ja schon einen großartigen Soundtrack, aber ich habe noch ein Morrowind Oblivion Memories Soundtrack eingebaut, der ab und zu mal kommt, der eben an die guten alten Zeiten erinnert. Was, wann genau er eintrifft, keine Ahnung, aber ich fand die Idee sehr geil. Deswegen habe ich es mal gemacht. Und wieder ein neuer Pilz, ein Rehpilz. Was habe ich jetzt gemacht? Ach scheiße, jetzt habe ich schon wieder mich geheilt aus Versehen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal weg. Das ist mir zu gefährlich. Oder ich setze es... nein, ich habe jetzt... habe ich jetzt alle... nee, ich habe nicht alle Getränke genommen. Ich werde das mal irgendwie auf was setzen, wie die 7 zum Beispiel. Da komme ich nicht hin, weil bei WASD ist 2 und 3 immer ziemlich schlecht. Da setze ich jetzt mal... da, das ist schon besser. Und ich werde den Markieren-Zauber werde ich auch woanders hinsetzen. Moment, da muss ich erst auf Zauber gehen. Und bei 2 kann ich das auch irgendwie wieder rausmachen. Keine Ahnung, aber ich könnte... ich glaube einfach Lichtfunke, dann passiert da erstmal nichts. So. Habe ich jetzt geguckt, was der Rehpilz bringt? Nein. Schaden, Lebensenergie. Okay. So. Ah. Ja, an sich sind wir jetzt in der Freiheit, ne? Wir haben es geschafft. Wir sind draußen, aber so wirklich frei vom Leben sind wir nicht, nachdem wir jetzt unfreiwillig quasi dem Orden angehören. Aber nun gut. Wenn er sagt, wir haben nur Vorteile... oh, was bringt die Karotte? Aus da wieder her schon. Na, das ist doch mal was. Wenn wir nur Vorteile daraus haben, dann wird das schon seinen Sinn haben. Und mal ganz ehrlich, ich will die Magie ja eigentlich auch erlernen, deswegen kann der Orden gar nicht so schlecht sein. Entdeckt Schattenrufmine, oberer Eingang. Ach, das gibt nochmal einen extra Eingang. Und du glaubst allen Ernstes, ich gehe jetzt nochmal freiwillig da rein? Oh, unmöglich. Ja, gut, dann hat sich das erledigt. Ich will da nämlich auch gar nicht rein. Okay. Na, dann gehen wir hier mal schön weiter runter. Die Mine mal hinter sich lassen. Das kann nicht so verkehrt sein. Stecken auch mal die Waffe weg. Hier wird schon jetzt nichts so Böses passieren. Und nochmal ein paar Pilze sammeln. Ja, mein Gott, ich bin ein Sammler. Ist doch auch mal schön. So Let's Play doch auch nicht jeder, oder? Und dass ich außergewöhnlich bin, wisst ihr ja hoffentlich. So, was ist das hier? Blauer Eisenhut. Nehmen wir mal mit. Was genau bringt der? Blauer Eisenhut. Wo ist er? Blauer Eisenhut? 3 Stück. Nee, Moment. Da. Wurzel. Magika wiederherstellen. Das ist auch okay. So. Ehrlich. Ich möchte die Freiheit einfach noch ein bisschen genießen. Weil wer weiß, wie schnell die schon wieder vorbei ist. Hier ist eine Kiste. 2 Teller. Na, die können uns mal
brauchen uns mal nicht interessieren. Fingerhut. Ihr erntet Nektar. Nektar. Was bringt denn der Nektar? Wo ist der Nektar? Wo ist der Nektar? Da? Da. Gift widerstehen. Ah ja. Okay. Ah, da ist noch einer. So. Steinpilz. Davon kennen wir schon ein paar. Oh, und wir scheinen ein kleines... Ah, ein kleines... Wie soll ich es nennen? Vordorf der Mine zu Bleib sehen? Bleib zurück! Oh! Niemand darf das Tor passieren! Ja, okay, okay. Was ist denn passiert? Magier! Die Bastarde tauchten ganz plötzlich auf. Owald ging hinaus, um sich nach ihren Angelegenheiten zu erkundigen. Da schlugen sie zu. Oha. Owald hatte keine Chance. Er war sofort tot. Barnik und ich konnten uns gerade noch rechtzeitig hinter den Minenwald zurückziehen. Ja, das tut mir natürlich leid. Jetzt harren wir hier aus, bis Verstärkung aus der Hauptstadt Erutin eintrifft. Also, bleibt dem Tor fern. Okay, habe ich kapiert. Seid ihr gerade von da oben gekommen? Alter! Da ist doch nur die alte Mine. Ihr habt euch sicherlich verlaufen, stimmt's? Ja, wir haben uns so verlaufen. Ja, leider habt ihr euch da keinen guten Ort zum Verlaufen ausgesucht. Erzähl Sachen. Vorerst kommen wir von hier nämlich nicht weg. Nein. Die Wachsoldaten haben die Tür verschlossen und wollen sie nicht wieder aufmachen, bis diese Magier da draußen weg sind. Auf der anderen Seite können wir die Zeit natürlich nutzen. Was denkt ihr? Ein paar schnell verdiente Münzen, ein wenig ehrliche Arbeit und ehe ihr euch verseht, ist die Belagerung auch schon vorbei. Klingt doch gut, oder? Bei meinem Vorgesetzten, ja. Merre, gibt's immer was zu tun. Er ist da in der Mine hinter mir. Soll ich euch hinführen? Ich finde den Weg allein. Da waren wir nämlich gerade schon. Wenn ihr meint, dann eben nicht. Genau. So. Und damit haben wir auch gleich neue Quests. Ja, ich würde sagen, wir werden uns hier erstmal ein bisschen umgucken und dann wahrscheinlich schon den ersten ganz ehrlichen Job annehmen. Und was genau uns da erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge.